Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas und schaut mal hier im Hintergrund, schon ein wunderbarer Trail-Einstieg. Ich bin nach Karlsruhe gefahren, bin ganz allein hier unter der Woche, es ist nichts los. Ich habe bisher noch niemanden getroffen auf dem Apfel. Bin jetzt ungefähr 200 Höhenmeter hochgetreten und stehe vor dem Trail-Einstieg vom DAX in Karlsruhe. Und ich habe richtig Bock, da jetzt reinzuheizen. Am Anfang soll es ziemlich flach sein. Aber unten raus habe ich es in Erinnerung, dass es ziemlich cool wird. Später fahren wir wahrscheinlich auch noch den SMDH. Ich hoffe, dass der offen ist, weil hier irgendwelche Bauarbeiten an den Strommasten sind. Und ich habe eigentlich keinen Bock, dass die Strecke gesperrt ist. Ich hoffe nicht. Ich habe nicht nachgeschaut, irgendwo im Internet oder so, ob sie gesperrt ist oder nicht. Aber wir lassen uns überraschen. Egal. Wir fahren erstmal zum einen von den DAX. Ich bin mit meinem Firebird 29 da. Endlich auch mal wieder das Rad in den Videos zu sehen. Ihr habt jetzt in den letzten Wochen viel vom Ibis Ripley gesehen. Aber das Firebird darf natürlich auch nicht rosten. Deshalb geht es heute eine Runde mit dem Firebird auf den Trail. Und wir werden ein paar Trainingslaps machen. Ich gucke, dass ich so ziemlich durchfahre. Ich habe auch wenig Zeit. Von daher schauen wir, dass wir schnell ein paar Laps geballert kriegen. Und deshalb höre ich jetzt auch auf zu labern. Für euch geht es einfach los mit dem Video. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Ich kriege keine Luft mehr. Es geht los. Let's go, Trail Action, bis gleich. So Leute, es geht los. Erster Trail direkt mal hier aus North Shore. Schön am Paddeln hier. Wow, hier ist es sogar nass, stellenweise, aber sonst sollten eigentlich Prime Conditions sein. Das Wetter war heute wieder ultra geil hier von den Bauarbeiten. Bisschen von den Holzfällarbeiten, bisschen reingeslammt in den Trail, bisschen was am Arsch hier. Slippery. Oh, da geht's weit. Hab ich gar nicht so in Erinnerung, krass. Hallo. Wow, warum ist es hier nass? Nein! Boah, was ist das? Hui! Okay, nur ein Hügel. Boah, ist schon anstrengend hier oben. Mit dem Firebird gerade. Boah, muddy. Oh, skinny of death. Wow. Woohoo. Geil. Boah, das ist echt flach hier oben. So, überall Hügel hier. Jump, noch einer. Boah. Wow, Jumpline hier, aber da komme ich nicht rüber. Wow, übelstes Matschloch. Aha, lul. Die Anlieger habe ich jetzt verpasst. Boah, hier ist schon echt flach. Kann jetzt schon nicht mehr. Leute, wie wollen wir Enduro-Rennen fahren dieses Jahr, wenn ich jetzt schon nicht mehr kann? Scheiße. Wird gepusht. Jetzt geht's ein bisschen bergab. Yes. Double. Woo. Geil. So, nächster Part. Also, so Wellen sind hier brutal viele drin. Wo man ausgebremst wird dadurch.
schön die Highline schalten, treten. Boah, es ist anstrengend. Ah, fahren wir mal die Kurve. Keine Shortcuts hier. Oh. So, wir fahren nochmal dieses eine Segment. Ich bin nochmal hochgetreten, weil ich da nochmal Bock drauf hatte. Boah, aber gerade so. Als vorhin inside. Ja Leute, also wir haben jetzt ein paar Abfahrten gemacht auf dem DAX. Ich bin jetzt hier nochmal an den oberen flachen Teil gefahren und habe da in der Hälfte mal angehalten. Ich denke, der ist nicht so extrem interessant für euch. Ich denke, der untere Teil schon eher. Der SMDH ist leider gesperrt. Mega kacke. Also voll schade. Wäre ich mega gern gefahren, aber ist leider zu. Da sind auch die übelsten Bauarbeiten an den Strommasten und alles irgendwie gerodet und keine Ahnung, also das sieht nicht gut aus. Aber naja, egal, fahren wir halt den DAX nochmal. Ja, ist so, aber ich denke, jetzt wird es ganz cool, weil ich den Trail auch schon ein bisschen kenne, ein bisschen drauf eingefahren bin, dann können wir es einigermaßen laufen lassen, sage ich jetzt mal. Genau, und Rad läuft gut. Ein paar Züge im Rahmen klappern, glaube ich, noch ein bisschen. Und die Viertelöckflasche unten dran sowieso. Die klappert immer. Aber ein paar Züge im Rahmen klappern auf jeden Fall. Die muss ich vielleicht mal noch mit so... Ja, da gibt es so Überzughülsen, glaube ich, für die Kabel oder für die Leitungen. Dass es im Rahmen nicht so klappert. Wenn ihr da irgendwie gute Erfahrungen mit irgendwas habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das will ich auf jeden Fall noch machen. Damit die Leitungen nicht mehr klappern, obwohl die oben halt festgeklemmt sind. Und wenn nicht, muss ich einfach eine AXS kaufen, dann hat sich das Problem auch erledigt. Nein, Spaß. nee, Quatsch. Irgendwann bestimmt, aber jetzt auf keinen Fall. Viel zu teuer. Und ja,
ich würde sagen, wir rollen mal. Übrigens, AXS wäre auch, ich glaube, 20 Gramm schwerer oder so. Also von daher kommt es gar nicht in Frage. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Manu. Der hat alles auf AXS umgebaut. Aber ich sag's dir, Grüße an dich. Kabel sind der real shit, ich sag's dir. Ja, Mann. Gut. Oh, es geht los. Zweite Runde auf dem DAX. Macht schon Bock. Und let's go. Yes, diesmal auch den Double hier, hier schön reinziehen, rauspushen, slippery. Schön durchcornern hier. Highline, geil, die Kurven sind fett da, die machen richtig Bock. Schön durch hier. Yes. So, weiter geht's. DAX unterer Teil. Hier wird's jetzt bisschen interessanter für euch, bisschen mehr Action. Versuch's mal gut laufen zu lassen. Obwohl ich schon gut am Arsch bin. Gestern im Fitnessstudio gewesen. Das merkt man natürlich ganz schön. Dass ich heute ziemlich lash bin. Alles gut? Okay. Ist jemand abgestiegen, aber alles gut. Immer nachfragen, wenn ihr hier unterwegs seid. Allgemein. Ich frage immer nach, ob alles gut ist. Scheiß auf irgendwelche Zeiten. Ich freue mich auch, wenn Leute bei mir fragen, wenn ich runtergefallen bin, und seid einfach fair, denkt dran, wie ihr es gern hättet, und dann ist es cool. So, inside, Bossarts. Wow. Die Querwurzel hat mich fast gekillt. Heieiei. Double. Nochmal. Oh Gott im Himmel. Muss man da ziehen, ey. Hui. Ich glaube, hier kann man so reindroppen. Ich habe das zumindest immer gemacht. Die letzten zwei Mal jetzt. Der Teil ist so geil. Oh mein Gott. Hier kann man, glaube ich, hoch. So, jetzt probieren wir mal hier inside zu fahren. Okay, ganz geil eigentlich. Und Sprint bis zum Ausgang, weil da ist normalerweise das Ziel. Geil, Mann. Hat Bock gemacht. Ich habe jetzt eine kleine Runde gedreht mit 16 Kilometer und 590 Höhenmeter. Das wären vielleicht 600 bis zum Auto. Genau, damit ihr mal ungefähr ein paar Daten habt.
wenn ich so Runden drehe, wie viel ich da fahre. Ja Leute, das war's von dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es nur ein Trail war. Mehr war leider nicht drin, aber ich fand es trotzdem cool. Ich hoffe, ihr wart heute beim Radfahren bei dem schönen Wetter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao.